hatte heute Nacht so eine Eingebung. Also ich konnte gestern Abend schon nicht einschlafen und da habe ich gedacht, nee, jetzt komm, jetzt heute hier, zack, das muss losgehen. Um 5 aufgestanden, Mähwerke angebaut, getankt, abgeschmiert, Klingen gewechselt, allen drum und dran und dann ging das eigentlich auch schon los. Also unseren Rindern geht's gut. Die sonnen sich gerade fast auf unserer Terrasse. Da laufen die gerade hin am Haus. Gestern haben wir noch Nachwuchs bekommen. Kleines, schickes Bullenkalb. Ja, die machen so ihr Ding. Fressen halt viel. Wir haben jetzt 60 Hektar Gras zu mähen, teils Ackergras, teils Dauergrünland. Und eigentlich ist das Ziel, heute zumindest die Hälfte zu schaffen, weil wir ja auch erst mittags angefangen haben mit Mähen. Und das hier jetzt zum Beispiel das Ackergras und wir wollen natürlich Heu versuchen davon zu machen. Deshalb muss heute mein guter Freund Ole mithelfen. Der sitzt auf dem Wender und hilft mir heute tatkräftig aus hier. Den habe ich heute Morgen um 8:30 angerufen, habe ihn aus dem Bett geschmissen. Ich sage, hier, pack dir ein paar Stullen ein. Und dann geht das los. Und er hat auch kompromisslos gesagt, jo, bin dabei, kein Problem. Sagen wir so, ich war wohl der Letzte in der Anruferliste, der nicht aufgelegt hat. Er hat heute Morgen schon rumtelefoniert, die Hälfte ist auf Kreuzfahrt. Die andere Hälfte hat was zu tun. Und dann kam auf die spontane Idee, frage ich mal doch den Herrn, der letzte Woche das erste Mal Träger gefahren ist, ob er nicht Lust hat. Ja, und meine Wenigkeit hat die große Arschkarte gezogen und darf heute Wenden fahren. Aber ist eigentlich auch ganz geil. Wetter ist angesagt die ganze Woche gut. Ende der Woche, so ab Freitag, steigt das mit 10% Regenwahrscheinlichkeit. Und wie man die letzten Jahre mitgekriegt hat, hat der Herr ein absolutes Händchen dafür, sein Heu generell zu feucht einzufahren. Also ich glaube, jeder, der auf dem Dorf groß wird, kennt diesen Geruch von frisch gemähtem Gras. Und ja, das haben wir hier auch. Das ist super. Also jeder, der es noch nicht gerochen hat, muss es mal riechen. Aber wir haben halt hier richtig schön, ne, unser deutsches Weidelgras. Hat jetzt gerade so ein bisschen die Ähre rausgeschoben. Und hier haben wir unseren Klee, den wir hier mit zwischen gesät haben. Hier diese Kleeblätter hier. Und hier ist der Bestand tatsächlich noch dünn, da hinten wird es viel, viel dicker. Aber das ist richtig gutes Futter, gutes Wachstumsstadium, haben eine gute Energiedichte, gleichzeitig Struktur im Futter. Die Mähhöhe ist auch in Ordnung, 7 cm. Bis jetzt sieht es sehr gut aus, Wetter spielt auch mit. Da hinten kommt Jennys Camper für unsere Stellplätze, aber das ist nicht meine Abteilung. Hello again. So wie angedroht. Ja, genau. Nochmal auch ein kleines Willkommensgeschenk für euch. Oh, wie ist süß großes ist das denn? Wegen des Abers bei unseren kleinen Zwerghühnern. Ja. Die momentan drin sind, weil sie keine Lust haben auf Sonne anscheinend. Ja, okay. Genau, für wie euch. Wie süß ihr seid. Dankeschön. Gerne, gerne. Wenn ihr die hart essen wollt, ja. Gerne ein bisschen länger kochen. Warum auch immer, die brauchen echt? Länger. Ja. Aber so. Die sind so winzig. Ja, dachte ich auch. Vielleicht liegt es ja. An der Schale, ich weiß es nicht. Also ja. 4 Minuten auf gar keinen Fall. Nee, okay. Eher so. Bisschen mehr. Ja, so, alles klar. Minuten, okay, ja, genau. Dann machen wir es so wie meine beste Freundin, die kocht alle Eier 10 Minuten. Echt? Ja, der Witz an der ganzen Sache ist ja Sven Oles Idee hier mit den Wohnmobilstellplätzen. Aber ich muss sie mal begrüßen und alles sagen und hier und da und lüt. Ne? Ich mache es ja gerne, ich hatte mir gar kein Problem. Ne? Aber Mann ist ja so ein bisschen Wort- und Mundkarg, weiß nicht. Aber eigentlich ist es seine Idee, aber ich mache es und setze es um. Aber ich hatte damit kein Problem, mir bringt Spaß und man lernt Menschen kennen, man weiß manchmal auch, wo sie hinfahren, manchmal gibt es auch Tipps sogar. Und ja, also das ist jetzt mein Bereich einfach dazu. Ich mache auch die ganzen Internetsachen und diese ganzen Apps, die aktualisiert werden müssen. Ja, ist jetzt alles bei mir gelandet. Seine Idee, meine Arbeit.
Also für mich, die ich ja selber auf dem Dorf groß geworden bin, ist es auch immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es waren nur Bauernhöfe bei uns und es entschleunigt total. Also als, ja, man ist ja im Alltag immer und hat diverse Sachen im Kopf. Da muss ich dieses noch machen, da muss ich arbeiten, dann brauchen die Kinder dieses und jenes, dann muss das noch eingekauft werden. Und jetzt bin ich hier einfach, habe mein Haus auf 4 Rädern, bin bei jemand anderem zu Hause und kann einfach abschalten. Und das ist total schön, genau. Und gerade für meinen Sohn Kalle ist das mit den Treckern der absolute Wahnsinn. Ja. Jenny spielt wie immer eine sehr große Rolle, weil sie mir ja in diesem Moment, wo ich nicht auf dem Hof sein kann, einfach den Rücken frei hält. Ob es mit den Kindern ist oder Anrufe, E-Mails, die Kühe füttern, sowas halt, alles. Alles, was ich gerade nicht mache. Also ohne sie geht's nicht, ist einfach so. Also sagen wir mal so, die erste Zeit, Oleg war ja, Sven Ole war ja immer nur unter Stress, immer Körper möglichst auf Anschlag, immer gib ihm, gib ihm, gib ihm. Er ist deutlich entspannter geworden, also man merkt, dass er mehr Ruhe in sich hat. Es ist nicht mehr dieses, oh, was jetzt, was jetzt, was jetzt, sondern ein Typ mit den Fähigkeiten hat ja alle Möglichkeiten der Welt. Also den nimmt ja jeder mit goldenem Löffel. Und man merkt, dass auch die Familie ein bisschen ruhiger zusammen geworden ist. Jenny war jetzt gerade im Urlaub. Wir haben einen schönen Doppelkopfabend mit den Jungs gehabt. Wenn ihr gar nicht genug von uns kriegen, dann schaut doch mal in der ARD-Mediathek und am NDR vorbei. Da gibt es unter anderem Hofgeschichten und weitere spannende Dokumentationen. Knackige Reportagen. Knackige und feurige Reportagen.